Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten euch alle, 2019! Hey, 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 hey! Die Stadt gehört uns! Wie zauberhaft! Brauchen wir nun einen schönen, coolen Namen für sie. Habt ihr mittlerweile mal nachgedacht? Ende der letzten Folge, willkommen beim Let's Play mit den Maori of Gottheit bei Civ6. Ende der letzten Folge hatte ich euch gefragt nach einem Namen und was habt ihr gepostet? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich die Folge ja schon vorher aufnehme. Mann, 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 Mann. Ja, mal gucken, ob uns irgendetwas einfällt, was vielleicht auch Aminatore ärgern konnte. Goldröckchen, Schwarzlöckchen, sie ist ja direkt um die Ecke mit ihrem Reich. Muss diese Stadt jetzt uns abgeben. Har, har, har. Oh, 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 was hier noch fehlt? Was sind denn das in, die gehört in Maori? Rebellion in 2 Runden? Das geht ja gar nicht. Uiuiui, das wäre ganz bitter, dann würden wir die Stadt ja sofort schon wieder verlieren. Wir wollen erstmal erklären, dass wir sie überhaupt behalten. Wir könnten sie auch vernichten. Dann haben wir aber massiv Groll aller Orten. Okay, wir haben jetzt etwas weniger Groll dadurch, dass die entsprechende Resolution im Weltkongress von uns durchgepeitscht worden ist mit unserer Diplomatiegunst. Aber warum sollen wir eine Stadt erobern und sie dann nicht behalten? Eben. Hehe, gehört uns. Jetzt ist die Rebellion nur an 3 Runden. Komisch, wie das berechnet wird. Bevor wir in die Details gehen, machen wir noch Folgendes. Schritt Nummer 1. Dieser Inquisitor ist hierhin unterwegs. Können wir eigentlich vom Wasser hinweg eine Inquisition durchführen? Oder müssen wir dafür in die Stadt rein? Mal schauen. So. Und nun ist die Stadt halbe. Immerhin, ein bisschen mehr Bullismus wäre ganz schön und gut, aber immerhin folgt die Stadt, welcher Religion denn jetzt? Immer noch ganz knapp anscheinend jüdisch. Sachen gibt's. Jetzt gehen wir rein in die Stadt und kaufen ein Monument. Zack. Mehr Loyalität für uns. Was wir jetzt noch brauchen, wäre natürlich auch eine Militäreinheit, die innen drin steht. Sollte auch ein bisschen mehr Loyalität geben und vielleicht ein Gouverneur. Mal gucken, wo wir den herbekommen. Wir schnappen uns selbstverständlich diesen Kollegen hier ganz im Osten. Unseren Militärgouverneur, das ist der Viktor, schnappen ihn uns und zaubern ihn rüber in die Neustadt. Die ist bekanntlich... Hey, hier! Entschuldigt, das lädt gerade zu billigen Namenswitzen ein und zu Karlauern. Hey, jetzt ist er hier. Und das wiederum bringt der Stadt 7 an Loyalität mehr. Jetzt sind es nur noch -11. Und dass sie unserer Religion folgt, sollte auch bald der Fall sein. Nämlich nächste Runde, wenn unser Inquisitor nochmal wirkt. Wir können auch nur noch eine Militäreinheit in der Stadt platzieren. Anscheinend zählen Schiffe nicht, oder? Schiffe zählen nicht? Echt nicht? Garnisonseinheit zählt doch. 5. Auch ein Schiff zählt. Plus 5. Okay. Und trotzdem -11. Ups. Ja, dann müssen wir halt möglichst bald dafür sorgen, dass Karma auffällt. Sollen wir das? Jawohl. Auf geht's. Wir ziehen rüber. Gen Karma. Mit allem, was wir haben. Mit Freibeutern und anderen Schiffchen. Und feuern dann auf die Stadt. Achtung. Wir wollen natürlich nicht von Icon aus befeuert werden. Wir könnten auch von hier aus schon mal feuern, dann feuert aber Alcoro auf uns. Das machen wir nicht. Wir rasen erstmal hier entlang. Vielleicht machen die Nubier uns ja sogar die Freude. Ziehen mit der Feldkanone raus, dann könnten wir die fertig machen. Vielleicht ziehen die raus, um uns anzugreifen und wir feuern dann hinterher. Mal gucken. Ach, wir haben hier genug, die schon mal schießen können. Wohin ziehen wir unsere Generäle? Einer ist ganz weit hinten, der kommt nicht schnell genug an die Front. Aber. Sir Francis Drake, der bei Industrie- und Renaissance-Einheiten hilft, dem ziehen wir schon mal ein Stückchen vor. Ist hierhin schon mal. Und dann ziehen wir mit dem Freibeuter. Hierhin. Und es heißt Feuer frei.
Tut mir nicht richtig weh, aber über Zeit. Mal gucken. Noch ein Freibeuter. Die Fregatten sind natürlich mächtiger, aber die kommen nicht schnell genug hin. Und dann ziehen wir den anderen Kollegen hinterher. Mit der Fregatte geht es hier runter. Kommt die? Von hier aus könnten wir auch feuern. Karavelle, das hier ist eine Fregatte. Die schafft das. Die schafft das. Die kann hier hin. Ja, natürlich. Macht sie alle! Ja, das sitzt doch gleich so richtig. Dann haben wir hier noch den Freibeuter. Der kommt nicht fix genug rüber. Hier noch ein Freibeuter. Ich will mit der Fregatte ziehen und schießen. Das ist eine ganz mächtige Fregattenflotte. Die sollte vor allem ganz weit vorne stehen gleich. Das Katapult könnten wir fast vernichten, aber wenn wir da stehen blieben, würden wir... Würde man auf uns feuern. Wir ziehen einfach hinterher. Hier ziehen wir rein und heilen. Ein bisschen aus. Dann ziehen wir mit dem Armbrustschützen gleich in die Stadt rein. Schaut mal oben, ein barbarischer Siedler. Und... Wo ist denn unsere Mächte? Ach, die haben wir schon vorgezogen. Okay, mit der Fregatte. Von den drei Feldern aus können wir weit feuern, okay? Ziehen mal mit allem, was wir haben vor. Die Karavelle soll nachher erobern. So, wollen wir hier noch was kaufen? Es ist nicht sicher, ob die Stadt überlebt. Also, ob die überlebt, ob die uns auf Dauer gehört. Stadt ist besetzt. Stadtmauern. Jetzt noch bauen. Ich weiß ja nicht. Könnten Bezirke platzieren. Hafen. Klar, natürlich. Hafen unbedingt. Neben Meeresressourcen sollte man Häfen setzen. Das heißt hier hin oder da oben hin. Völlig egal. Hier einen Handwerker. Der zieht schon mal hoch. Weitere Inquisitoren. Eine Aktion nur. Das ist nicht allzu viel. Achtung, das hier ist ein Apostel. Der könnte uns fies angreifen. Vom Land aus. Da halten wir mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Kommt denn hier demnächst dazu? Nix. Nichts. Niente. Also der hier hat 4 Aktionen, der kann hier ziemlich viel machen. Hier in Kerma, die haben echt so wenig modernisiert. Es ist so peinlich. Aber wir können auch hier
in der Stadt Wuliang ist auch viel, viel erzeugen. Die ziehen wir mit ihm runter hierhin. Dann können wir auf dem Seeweg eventuell auch hierhin gondeln. Mit dem Siedler wollten wir bekanntlich an Land gehen und hier eine Stadt gründen. Das geht am fixesten hier rüber. Hier ziehen wir mal ein bisschen runter, um die Lage hier zu beobachten. Und um zu verhindern, dass der Siedler womöglich irgendwo reinzieht, wo er dann gleich massakriert wird. So, unser Armbrustschütze ist mittlerweile vom Matterhorn befördert worden. Und, die könnten wir auch hier hin schicken, nach Stein auf Stein. Ich glaube, den brauchen wir eher links hinten. Bei den Nubiern. Der Antwerker hat hier für einen Boost gesorgt. Prima, hier könnte man noch Wild anschließen. Das Feld hier hätte ich schon ganz gerne. Das wäre sehr cool fürs Bevölkerungswachstum. Aber schaut mal diese mächtigen Felder hier mit dem nicht modernisierten Wald an. Hier wird die Stadt rapzapp wachsen. Wir holen uns noch ein weiteres Feld. Boost. Zack. Wollen mit den Bürgern, die wir haben, hier mal ein bisschen für Nahrungswachstum erstmal sorgen. Dadurch, dass wir jetzt zwei Modernisierungen auf dem Wasser haben, haben wir auch einen Wohnraum, zweimal einen halben, dazu bekommen. So, hier hatten wir Wald gepflanzt. Drei Aktionen noch möglich. Hier entsteht, glaube ich, ein Theaterplatz. Wir wollten hier noch einen bauen. Hier entsteht aber gerade eine Schiffswerft. Unser Naturforscher eilt rüber, um hier, genau, einen Nationalpark zu bauen. Die vier Felder will er sich holen. Das sind die geeigneten. Werden die eigentlich automatisch richtig zugewiesen? Weil das wäre bitter. Stellt euch vor, wir ziehen mit dem hier hin. Nee, das müssen ja... Die vier sind geeignet. Was anderes ist gar nicht geeignet. Denn die hier sind zu weit im... Die hier gingen auch. Nee, ohne Modernisierung. Es gehen nur die vier hier. Das ist eine senkrechte Raute und auf keiner darf eine Modernisierung stehen. Und alle müssen, glaube ich, mindestens bezaubernd sein von der Anziehungskraft. Das trifft hier nur. Und sie müssen alle zum Kulturgebiet von uns gehören und alle zum Kulturgebiet einer derselben Stadt. Das heißt, es geht nur hier. Also ziehen wir hier rüber und Achtung! Die Bürger unserer Zivilisation strömen nur so in den neuesten Nationalpark und verbinden sich wieder mit der Natur. Drei Zeitalterpunkte oder, wie der kultivierte und zivilisierte Ziver zu sagen pflegt, drei Zeitarbeiterpunkte. So sieht er aus, wie schön, schaut mal. Grün umkranzt und mit einem Holzzaun umsäumt. Unser Nationalpark und das hier ist die Nationalparkstation, hier ist er gegründet worden. Sehr schön, klasse. Ist die Station immer unten oder erscheint die immer auf dem Feld, wo man gegründet hat? Gute Frage. Weiß ich nicht. In beiden Fällen hatten wir, glaube ich, unten gegründet. Auf jeden Fall schön. So, 122 Tourismus. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht aufgepasst, ob das gerade schon mitgezählt wurde. Wie sieht es denn aus bei dem Kultursieg? Hi, wer liegt denn da vorne? Unser Cooper. Toi, 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 gib Gas. Wenn wir erst die Luftfahrt haben, das wird so cool sein. Die Luftfahrt haben wir sehr bald schon erforscht und dann das Funkwesen. Und mit der Luftfahrt gilt, dass mehr, das ist hier gar nicht ausgewiesen. Ich hatte es aber schon mal erklärt, dass dank unserer Maori-Eigenschaft oder unseres Spezialgebäudes Marai, überall dort, wo der Marai steht,
auf den Geländefeldern mit einer Geländeart oder einem Naturwunder plus eins Tourismus erzeugt wird. Und ich glaube sogar unabhängig davon, ob diese Felder bewirtschaftet werden von einem Bürger. Und es gibt noch extra Tourismus, da seht ihr es. Ja, mit dem Kollegen ziehen wir einfach wieder zurück. Hier hatten wir uns ein Bonusdorf oder eine alte Ruine angeschaut. Eine Fregatte hier, eine Fregatte unten. Ach ja, das sind die einzigen Schiffchen überhaupt im Osten. Lass uns mal auf Nummer sicher gehen und sagen, das hier wird bewacht. Haben wir hier eine Garnison? Nee, dann ziehen wir hier mal rein und sagen, ruh dich bitte hier aus, komm. Ab an Land, bitte. Der hier, der hat was vor. Maka. Das wird den Osmanen nicht gefallen, aber nicht ganz so sehr missfallen, wie es eigentlich normalerweise wäre, weil wir halt in Öffentlichkeitsarbeit investiert haben und weniger Groll generieren. Wir werden Groll generieren. Das wird den Osmanen nicht gefallen, dass wir ihre Naturschätze, pardon, ihre Kulturschätze plündern. Ach, dass wir übrigens eben durch den Nationalpark die Zeitarbeiterpunkte bekommen haben, hat einen konkreten, sofortigen Vorteil, nämlich diesen hier. Normales Zeitalter. Oh, ich dachte, es wäre gesichert. Es ist noch nicht. Entschuldigt, da ist mit mir der innere Gaul durchgegangen. Wir haben erst 188. Ich dachte, wir wären jetzt über die 100, über die 206 gerade gesprungen. Pardon, entschuldigt bitte. Peinlich, peinlich. Lass uns bitte so tun, als hätte sich das nie ereignet. Wenn ihr jetzt fragt, was, habt ihr mich verstanden? So, was machen wir mit dem Kollegen nun? Wir könnten auch hier noch mehr Wald pflanzen. Aber im Augenblick wird das noch gar nicht alles genutzt. Dann ziehen wir mal rüber und helfen Golddublone. Hier soll auch ein Nationalpark entstehen. Wohnraumprobleme in Saftladen? Das ist nichts Neues. Das kann schon mal passieren, wenn eine Stadt wächst und wächst und wächst. Und wächst. Und mit dem Kollegen ziehen wir hinterher. Und mit dem Ambroschützen wollten wir uns mal ein bisschen um die Städte kümmern, die wir zu erobern gedenken. Mit denen könnten wir Karma von hinten angreifen. Wollten eigentlich Handelswege plündern, aber ja, natürlich. Das ist eine super Idee. Klasse. Von dem Feld aus können wir feuern und von dem aus feuern, wenn wir allerdings von Alcoro beschossen. Mal schauen, wie wir das machen. Hier gibt es auch Wohnraumprobleme in Salpeterchen. Ist das jetzt Salz oder Peter? Es ist Salpeterchen. Genau, Staudamm in 3 Runden fertig, ansonsten alles gut hier. Da müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Das sieht alles sehr fit aus. Werden alle Felder, die im Augenblick der Stadt da oben gehört, auch genutzt? Ja. Ach, schaut mal hier. Da tricksen wir. Da machen wir Folgendes. Das Feld wird von da oben nicht bewirtschaftet und das auch nicht. Das heißt, wir können uns ruhig das hier holen. Das können wir uns auch holen. Dann können wir hier unten wiederum würde das bewirtschaftet werden?
Ja, aber ich glaube, das kann man auch zurückgeben. So, ein bisschen rumgetauscht. Der kann da nichts mehr machen. Setzt eine Runde aus. Mit ihm wollten wir... Wer weiß, was hier noch liegt? Hier haben wir den Fog of War noch gar nicht richtig gelüftet. Wir haben erstmal den hier, den Archäologen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, das wird den Indern nicht gefallen, aber muss sein. Unsere Kultur, eure Kulturschätze sind die unsrigen. Da sollte man doch bitteschön keinen Besitzneid entwickeln. Das ist das erste. Das erste Artefakt für das neue Museum. Und welches wird es sein? Eines der Klassik. Und es ist eines von Chandragupta, wer hätte das gedacht? Eine Amphore. Die lande ich jetzt automatisch. Hier, da ist sie. Ein weiterer Zeitalterpunkt. Also er wird 3 holen. Er klaut die alle hier oben. Wir sollten so viel wie möglich bei den anderen Sys klauen. Ihr wisst warum. Wir gehen mal drauf, wir spekulieren mal drauf, dass hier auch noch weitere Tumyrus-Städtchen sind und dass man da Artefakte mopsen kann. Tauschen können wir die nachher immer noch, die aus verschiedenen Kulturen. Filippo, ein Päuschen. Eine Runde weiter, ja. Gold haben wir einiges. Gut. Ich bin mal sehr gespannt, was als nächstes geschieht und passiert. Hier, rund um das Reich der Nubier. Hey, haben wir immer noch nicht umbenannt, aber ich kriege das wegen den auf der Hand liegenden Wortwitzen im Augenblick nicht über das Herz, hey, umzubenennen. Einen Handelsposten erstellt, okay. Bin gespannt, ob sich Goldröckchen gleich nochmal bei uns meldet und sagt, Frieden, bitte, bitte Frieden. Nein, es ist Chandragupta. Ja, wir können schon eure Kulturgeschichte plündern, werter Herr Chandragupta. Aber, ja, kein Aber. Ihr könnt die Geschichte nicht für euch beanspruchen, Herr Chandragupta. Ich grabe, wo ich will. 25 Groll. Sonst wären es 50. Echt? Wurde das korrekt angezeigt? Müssen wir gleich mal gucken gehen. Feldkanonen, die haben wir noch nicht. Eieiei. Das war klar, die feuern. Logisch. Logisch, logisch. Lass uns mal schauen, ob das wirklich 25 waren oder ob es ein Anzeigefehler war. Groll, nur 6 gegen uns. Das stimmt nicht. Also klar, es sinkt Runde für Runde, sinkt ohnehin der Groll ab, aber der ist jetzt, glaube ich, glaube nicht, dass der jetzt um 19 Punkte gegründet ist. Ich glaube, der Rabatt, den wir auf den Groll hatten, der wurde uns gerade nicht korrekt angezeigt. Also den Rabatt, den wir bekommen für Weltkongresssitzungen hier 50% weniger. Ich vermute, der wurde erst nachträglich abgezogen. Ich weiß es nicht genau, ihr könnt gerne eure Mutmaßungen posten, aber das ist mal meine Spekulation. Ein ganz leichter Vulkanausbruch bei Peterchen. Wir könnten irgendwas kaufen, was wir nicht kaufen werden, denn wir sammeln unsere Glaubenspunkte für Naturforscher, wie gerade, und später für Rockmusiker. Gleich Tag der Weltkongress. Die können wir befördern. Oh la la. Was macht der denn hier? Der Kürassier. Wir wollen erstmal die Beförderung aussprechen. Gegen Marinekräftiger. Ja, unbedingt. Dann ist der ausgeheilt und den können wir gleich angreifen. Und wir werden das auch machen. Wie sieht's aus in Karma?
Kerma kann weiter runtergeschossen werden. He, wie sieht's aus mit der Lalität in He? Nur noch minus 8. Das wird auch allmählich noch besser werden für uns. Und in Iken, die Stadt soll in 6 Runden fallen. Und Kerma gerät von uns mächtig unter Druck. Da ist es zu Beginn der nächsten Folge feuerfrei. Das will ich aber heute am Heiligabend erscheint dieses Video, glaube ich. Euch nicht zumuten, dass Blut vergossen wird. Es wäre völlig unchristlich. Das machen wir erst am ersten Weihnachtstag. Bis dahin, frohes Fest.